Ja, wir werden am kommenden Montag, am 26. April, unsere neue Hauptstelle hier am Neutorplatz 1 eröffnen für den Kundenbetrieb und zukünftig von hier aus dann die Sparkassengeschäfte steuern. Ja, also wir sind bei 99, und ein bisschen. Wir werden über dieses Wochenende fertig werden. Es sind typische Restarbeiten. Jeder, der mal privat gebaut hat, kennt das. Das Ende trägt die Last. Aber wir müssen einfach feststellen, dass es ein gutes Miteinander, gerade am Ende, mit den Handwerkern, mit den Unternehmen, die wir beauftragt haben. Und da möchte ich insbesondere auch die Bocholter Unternehmen nochmal unterstreichen. Ich bin froh, dass wir hier sie mit im Boot haben und wir gemeinsam hier auf der Zielstrecke das bewältigen. Also grundsätzlich sind die Pläne, die wir hier realisiert haben, ja schon vor vielen Jahren entstanden. Zu dem Zeitpunkt hatte die Sparkasse ca. 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und darauf sind die Planungen ausgerichtet gewesen. Im Laufe des Projektes ist es so, dass wir wussten, dass eine Fremdvermietung sinnvoll ist und was eben wichtig dafür auch von vornherein war und das haben wir berücksichtigt, dass es ein flexibles Gebäude ist, was das eben dann auch umsetzbar machen sollte. Und das kommt uns während dieser Phase oder kam uns während dieser Phase jetzt auch schon zugute. Das heißt, über 20% der Gesamtfläche, die wir erstellt haben, sind bereits fremdvermietet. Zum einen hier das Café mit den Eheleuten Novak, das Café Imping. Das war am Anfang geplant allerdings, aber dann in der dritten Etage das Coworking Center und in der vierten Etage haben wir dann nochmal eine weitere Vermietung an das Bistum, wo zukünftig die Familien- und Eheberatung stattfinden wird. Also ein offenes Gebäude, nicht nur für die Sparkasse, sondern letztendlich für alle Bocholter und somit kann man sich hier auch in besonderer Weise zukünftig vernetzen. Das alte Gebäude wird im Moment vor dem Hintergrund von Corona erst noch mal genutzt bis zum Sommer, Spätsommer. Denn wir gehen davon aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Corona-Regeln, die AHA-Regeln gelten und wir hier noch Teile der Mitarbeiter auch ihren Dienst verrichten lassen. Das heißt, wir brauchen diesen Standort noch. Parallel dazu möchten wir uns jetzt auf den Weg machen. Das ist ja auch schon berichtet worden, dass wir jetzt ja in der Lage waren, dieses seinerzeitige Erbpachtrecht vom Eigentümer zu erwerben und jetzt die Möglichkeit haben, dann doch das gesamte Projekt zu entwickeln. Das wollen wir nun mit den Akteuren, die hier auch gefragt sind, und da meinen wir insbesondere auch nochmal die Stadt, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, um hier zu schauen, ähnlich wie wir es ja hier auch schon realisiert haben, was sind die Aufgaben solcher zentralen Gebäude für die Zukunft vor dem Hintergrund des digitalen Handels, wonach ja allen bewusst ist, dass wir zukünftig mehr Platzgestaltung grün in den Städten haben müssen, wo der Handel eben nicht alleine die Lösung ist, sondern wo Wohnraum, Dienstleistungen mehr benötigt wird. Und das muss dann mit Augenmaß an diesen Stellen bedacht werden. Und hier wollen wir einen neuen Prozess einsteigen. Und da werden wir uns jetzt, wenn wir dieses Projekt vollständig dann realisiert haben und eingeschwungen ist quasi, werden wir uns damit entsprechend auseinandersetzen. Es ist schon so, dass die gesamte Bankenwelt, Geschäftsbankenwelt vor großen Herausforderungen steht. Es ist das Thema Niedrigzins, Negativzins. Es ist das Thema der Regulatorik, die uns gleichzeitig drückt. Besondere Auflagen, gerade mit Blick aufs Eigenkapital, Liquidität. Es ist die Digitalisierung, die uns fordert, was die Veränderungsgeschwindigkeit anbetrifft und nicht zuletzt, und das ist einer der wesentlichsten Punkte, dass sich das Kundenverhalten auch im hohen Maße verändert. Und da reflektiere ich nochmal auf Ihre Frage von vorhin. Zentralität, da meinten Sie ja, wie geht es weiter bei der Stadtsparkasse Bocholt mit den Filialen. Also wir sehen unseren öffentlichen Auftrag hier auf jeden Fall und werden in der Fläche so weit vertreten sein, wie unsere Kunden das benötigen, brauchen. Aber die Tendenz perspektivisch wird dafür
also die Perspektive sieht so aus, dass es aus der Fläche eher tendenziell einen Rückzug geben wird. Und wir haben das ja auch schon zum Ausdruck gebracht. Die Welfenstraße, die ja jetzt nicht allzu weit hier von der neuen Hauptstelle entfernt liegt, wird in diesem Jahr auch noch nach hier verlagert. Also die Kunden werden wir, die bisher dort betreut werden, werden wir demnächst hier von der Hauptstelle aus betreuen. Und dann müssen wir schauen, wie es entsprechend weitergeht. Ja, also diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die fordern uns in Zukunft. Das ist auf jeden Fall so. Allerdings, und das sind drei wesentliche Punkte, wir haben eine gute wirtschaftliche Basis hier in der Sparkasse. Wir haben ein sehr motiviertes und starkes Mitarbeiterteam und Bocholt selbst verfügt insgesamt über ein gutes Geschäftsumfeld, wo man auch Geschäfte machen kann. Und vor diesem Hintergrund sagen wir, dass die Eigenständigkeit auf jeden Fall gerechtfertigt ist, wenngleich die Herausforderungen, wie ich sagte, groß sind. Dieser Standort ist dann höchstens noch ein psychologisches Momentum, nicht der Grund für eine Selbstständigkeit, das kann es nie sein, aber er hilft uns psychologisch, denn es ist noch mal mehr identitätssteigernd, denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr, hier zukünftig die Sparkasse weiterzuentwickeln mit uns und natürlich, und das ist das Wichtigste, sich von hier aus um unsere Kundschaft neben den bestehenden Zweigstellen zu kümmern.